ist bei Ihnen eingegangen. Verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP. Ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich wieder ein bisschen. Also ein paar Übungen. Das ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Nutzung von Flächen für Wohnungsbau mit städtebaulichem Konzept ermöglichen, Kommunen beim Wohnungsbau unterstützen. Das ist die Drucksache 19/6703 und die Dringlichkeit wird auch bejaht. Es wird Top 79 der Tagesordnung, und wir könnten dies ebenfalls nach dem jetzt aufzurufenden Punkt 68 nach dieser Aktuellen Stunde dann ohne Aussprache abstimmen. Das ist allgemein hier Konsens. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt. Ja, das wissen wir ja, dass die SPD einen Antrag hat. Das ist jetzt neu, der gekommen ist. Der SPD-Antrag ist schon aufgerufen worden hier. Vielen Dank für den freundschaftlichen Hinweis. Mit dem Tagesordnungspunkt 68 werden, ich sage es jetzt noch einmal für das Protokoll, der Punkt 78, der Dringliche Antrag der SPD, und der Punkt 79, der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP, was wir jetzt behandelt haben, aufgehoben. Sind wir einig wieder? Gut. Vielen Dank. Dann hat das erste Wort der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thorsten Schäfer-Gümbel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst, das war natürlich nur Ausdruck von besonderer Fürsorge für Sie, nicht anders gemeint. Es gibt, ich weiß, das in meinem hohen Alter zu würdigen. Herr Gümbel, bitte sehr. Trauen, Herr Präsident. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es gibt Geschichten, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken, aber manchmal passieren sie wirklich. Da rufen am vergangenen Sonntag 14 Ortsverbände der Christlich-Demokratischen Union in Hessen zu einer Demonstration gegen bezahlbares Wohnen in Frankfurt auf. So etwas hat Hessen schon lange nicht mehr gesehen. Der Ministerpräsident schweigt dazu. Kurz davor erklären die sechs männlichen Landtagskandidaten der Union in Frankfurt, die Kollegin Judith Pauli-Bender, wenn sie noch hier gewesen wäre, hätte von einem Männerfleischskandal gesprochen innerhalb der Frankfurter Union. Ebenfalls, dass man keinen neuen Stadtteil will, dass man keinen neuen Stadtteil will, weil bezahlbares Wohnen nicht die Priorität der Union in Hessen ist. Ich nenne das Wirklichkeitsverweigerung in einem Maße, die schädlich ist gegenüber den Menschen, die nach bezahlbarem Wohnraum suchen. Symbolträchtiger, Herr Banse, hätten Sie sich den Ort, den Zielort nicht aussuchen können, ein Labyrinth. So kommt uns die Wohnungspolitik der Hessischen Landesregierung schon länger vor. Aber dass ausgerechnet Sie sich an die Spitze dieser Bewegung stellen und jetzt Position beziehen gegen den Bau von zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen in Hessen, das finde ich wirklich einen Treppenwitz. Ich will das wiederholen, was ich gestern gesagt habe. Es ist nicht hinnehmbar, dass wir Polizeibeamtinnen und Polizeibeamtinnen nach Frankfurt Rhein-Main schicken, die für die Sicherheit der Menschen in der Region sorgen, und sich diese Beamtinnen und Beamten keine Wohnungen mehr im Großraum leisten können. Und deswegen muss gebaut werden. Und es ist klar, Herr Banzer, Herr Boddenberg, dass dabei es auf der einen Seite um Verdichtung im Bestand gehen muss, und auf der anderen Seite um Ausweisung, weil bei einer Nettozuwanderung im Großraum Frankfurt Rhein-Rhein von 160.000 Neubürgern in den nächsten 12 Jahren wird es nicht ohne Ausweitung und Nachverdichtung gehen, Herr Boddenberg. Und dazu haben Sie sich sogar in Ihrem Koalitionsvertrag, zu Ihrem Koalitionsvertrag in Frankfurt mit Bündnis 90 Grünen und der Sozialdemokratie verpflichtet. Dafür sind andere Bereiche in Frankfurt ausgefallen. Dass Sie jetzt 6 Wochen, 8 Wochen vor der Landtagswahl aus offensichtlich populistischen Gründen, weil es Ihnen nämlich darum geht, dass aus Ihrer Sicht derzeit das Gemeinwohl am Gartenzaun von Herrn Banzer und anderen CDU-Besserverdienern endet, das ist nicht akzeptabel, und deswegen haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. Herr Möller, kommen Sie doch nach vorne. Kommen Sie nach vorne. Ich lade Sie herzlich ein, zu debattieren. Sie können hier nicht permanent erklären, dass Sie sich für Wohnen einsetzen, aber dann, wenn es konkret wird,
Wenn es dann konkret wird, dann verziehen Sie sich, ziehen sich aus Ihrer Verantwortung zurück in Bezug auf den Frankfurter Koalitionsvertrag, wo genau die Entwicklung solcher Flächen vorgesehen ist, wo es jetzt darum geht, die Voruntersuchung, ob das überhaupt geht, auf den Weg zu bringen. In dieser Situation sich die Hessische Union hinstellt und erklärt, wir wollen das alles nicht. Sie betreiben fundamentale Opposition gegen bezahlbaren Wohnraum. Und ich sage Ihnen, das werden wir laut und deutlich in den nächsten Wochen zum Ausdruck bringen, dass das nicht akzeptabel ist. Ich bleibe dabei, das, was Sie hier betreiben, ist Wirklichkeitsverweigerung. Das hat Ihnen eine Vielzahl von Verbänden auch in den letzten Tagen zum Ausdruck gebracht, dass das nicht akzeptabel ist, was Sie hier für ein Spiel treiben, dass es nicht akzeptabel ist, dass Sie sich Ihre eigene Situation, Ihre saturierte Situation sichern wollen gegen die Interessen derjenigen, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Ich bin gespannt, wo das am Ende endet. Ich hätte erwartet, dass der Ministerpräsident dazu einmal etwas sagt. Aber genau dann, wenn es darum geht, an solchen Stellen Position zu beziehen, da passiert gar nichts mehr. Ich bin gespannt, Herr Banzer, wo das am Ende endet. Ich habe ja eine Vermutung. Die Grünen werben ja mit ihrem Hashtag Grün wirkt. Und dass Sie jetzt das Demonstrationsrecht gegen bezahlbares Wohnraum entdeckt haben, ist ein interessanter Hinweis. Ich warte auf den Tag, der ja wahrscheinlich in den nächsten 60 Tagen noch kommen wird, an dem Sie eine Sitzblockade in der Frischluftschneise nach Frankfurt organisieren, damit die Frankfurter unter Druck gesetzt werden, dass das nicht kommt. Ich sage Ihnen, es gibt für diesen Weg nur eine einzige mögliche Richtungsentscheidung. Kehren Sie um und beenden Sie Ihre Blockade gegen bezahlbares Wohnen in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Meine Damen und Herren, ich habe keine weitere Wortmeldung mehr. Zum Ersten, zum Zweiten, Kollege Kaspers, langt gerade noch. Also irgendwann schließe ich mal. Ich will es noch einmal ankündigen hier. Wenn keine Wortmeldung da ist, dann wird geschlossen. Das betrifft alle Fraktionen hier. Jeder guckt und wartet auf den anderen. Es ist eigentlich aus meiner Sicht dann das Beste, wir schließen. Wenn keine Wortmeldung mehr da ist, ich will es einfach nur mal sagen. Wir machen es auch irgendwann, nicht, dass sich dann einer beschwert. Kollege Kaspar hat das Wort, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Wohnraum ist wichtig. Der Bedarf nach mehr Wohnraum ist insbesondere in den Ballungszentren in Hessen und in den Universitätsstädten entstanden. Auch hier gilt, dass die positive wirtschaftliche Belebung dazu beiträgt, dass Menschen in den Universitätsstädten studieren, in einer größeren Anzahl, als wir es früher hatten, dass Arbeitsplätze in den Ballungszentren entstanden sind und in den Städten. Und natürlich wollen die Menschen dann zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man pendelt ein, oder man versucht, Wohnraum in der Nähe des Arbeitsplatzes zu finden. Und Letzteres hat natürlich dazu beigetragen, dass wir in den Gebieten, die sich wirtschaftlich besonders positiv entwickelt haben, auch einen starken Druck hinsichtlich mehr Wohnraum haben. Und wir müssen dort auch mehr Wohnraum schaffen. Und wir müssen es auf unterschiedlichen Wegen schaffen. Der eine Weg ist, dass wir Verdichtungen vornehmen, in der Form, dass z. B. Aufstockungen erfolgen. Hier müssen sicherlich die Kommunen die ein oder andere Satzung infrage stellen, die sie haben, die das eher erschwert. Ich denke da an Ausbauten der Dachgeschosse, an Schaffung auch von Dachterrassen, um auch den Leuten Möglichkeiten zu geben, auch sozusagen oben an die Sonne zu kommen. Ich nenne hierbei auch Stellplatzsatzungen. Die Hessische Bauordnung, die wir novelliert haben, hat genau diese Spielräume geschaffen, damit dort, wo schon Bausubstanz ist, ohne dass zusätzlich Grund und Boden in Anspruch genommen werden kann, weiterer Wohnraum entstehen kann. Ich nenne ein zweites, nämlich die Nachverdichtung. Das heißt, in Gebieten, in denen wir schon Gebäude haben, auf Freiflächen dazwischen,
weitere Wohnungen zu schaffen. Auch das ist notwendig. Wenn man sich anschaut, wie international in allen anderen oder in vielen anderen Ballungsräumen die Besiedlung erfolgt, dann kann man sehen, dass sie pro Quadratkilometer oft erheblich dichter ist. Das muss ja nicht bedeuten, dass das Qualitätsverluste sind. Denn wenn Sie sich z.B. in der größten Stadt in Hessen, in Frankfurt am Main, anschauen, was ist dort eines der beliebtesten Wohnlagen, dann ist das das Frankfurter Nordend. Und dort ist es so, dass wir die höchste Bevölkerungsdichte in ganz Hessen haben, also eine verdichtete, aber auf die Bedürfnisse der Menschen eingehende, funktionale, sinnvolle Bauweise muss nicht bedeuten eine Verschlechterung der Standards für die Menschen, denn sonst wären solche Viertel nicht so beliebt. Auch das kann man machen, und das ist auch notwendig, dass es getan wird. Und der dritte Punkt ist ohne Frage, dass auch in Außenbereichen zusätzliches Bauland geschaffen werden muss. Und selbstverständlich kann eine Stadt wie die Stadt Frankfurt nicht sagen, wir schaffen bei uns die Arbeitsplätze, aber die anderen müssen das Bauland schaffen, sondern selbstverständlich muss man sich auch in der Stadt Frankfurt Gedanken machen, wo man zusätzliches Bauland schaffen kann. Und hierbei die Überlegung zu machen, dass man rechts und links der A5 baut, so wie man in anderen Bereichen in Frankfurt auch rechts und links von der A5 gebaut hat, ist natürlich ein Ansatz, den die dortige Koalition geht. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass es nicht beschlossen wurde, sondern dass man ganz bewusst gesagt hat, wir gehen in eine Phase und prüfen das. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Aspekte, die zu prüfen sind. Man hat dabei ein großes Gesamtgebiet herausgedeutet und hat gesagt, innerhalb dieses Gesamtgebiets wollen wir ein Viertel etwa tatsächlich bebauen. Wo das dann genau sein wird und was dabei zu berücksichtigen ist, das unterliegt natürlich genau diesen Prüfungen, die erfolgen. Und Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben ja eben darauf verwiesen, auf den Beschluss. Und deswegen wissen Sie ja auch, dass der Beschluss ja bewusst war, dass diese Prüfung ergebnisoffen zu führen ist. Und genau das findet ja auch statt. Und was aber nicht geht, dass immer, wenn irgendwo Gebiete entwickelt werden, dann gibt es natürlich Menschen, die da unmittelbar betroffen sind. Und dafür habe ich auch Verständnis, dass Menschen, die davon betroffen sind, das sind Bewohner in Steinbach, das sind Bewohner in Oberursel oder das sind Bewohner in Stadtteilen, die zu meinem Wahlkreis gehören, wie Nordweststadt Niederursel, wie Braunheim oder wie Rödelheim, dass die Menschen natürlich Sorgen haben, dass aus dem Freizeit- und Erholungsgebiet, das sie jetzt haben, dass dieses verschwindet. Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass die Menschen sagen, also wir drücken unsere Ablehnung aus. Wir lehnen das ab. Ich finde, das ist das gute Recht der Menschen, dass sie das sagen dürfen. Und ich finde es auch ein gutes Recht, dass man in Deutschland demonstrieren kann. Die Zeiten, wo man in Deutschland nicht demonstrieren durfte, sind Gott sei Dank vorbei. Herr Caspar, Sie müssen zum Schluss kommen. Aber Herr Schäfer-Gümbel, eins geht natürlich nicht, dass Sie sich hier hinstellen und behaupten, die CDU-Verbände hätten gegen bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Denn genau das haben Sie nicht getan, sondern es waren örtlich Betroffene, die gesagt haben, bitte nicht mich direkt hier bei uns. Da ging es um ein Thema, wo eine Bebauung stattfindet, und es ging nicht um das Thema, dass kein bezahlbarer Wohnraum stattfindet. Herr Kollege Caspar, Sie müssen zum Schluss kommen. Wenn Sie mit solchen Unwahrheiten hier agieren müssen, dann sehen Sie, dass Ihre Argumentation insgesamt nicht sehr stark sein kann. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat die Frau Abg. Förster-Heldmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, guten Morgen, Herr Präsident. Guten Morgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Guten Morgen sage ich deswegen, weil ich mir das Vergnügen bereitet habe, heute Morgen auch noch einmal die beiden Anträge
von FDP und SPD durchzulesen. Ich habe festgestellt, wir haben doch eine ganze Menge richtig gemacht in der Vergangenheit. Wenn ich nämlich Ihre Anträge durchlese, dann sehe ich sozusagen die Forderungen, die da teilweise drinstehen, ist genau das, was wir seit 2013 bzw. seit 2014 umsetzen, nach welchen Maßgaben wir arbeiten. Und wenn Sie dann einmal in die Kommunen hineinschauen, dann werden Sie auch sehen, dass sehr viel Expertise in den Kommunen vorhanden ist, und ich vermute einmal, dass Sie diese Expertise auch genutzt haben, um Ihre Anträge so auch aufzuschreiben. Eine ganze Menge, ich stimme keinem Antrag zu, von Dingen, die ich sowieso schon mache und die ich sowieso schon umsetze. Aber wir kommen gleich noch dazu. Dinge wie das Lokalkolorit, was eben beschrieben worden ist, will ich nicht zum Inhalt meiner Rede machen, weil ich denke, das sind Dinge, die vor Ort gelöst werden, vollkommen klar ist. Da sind sich Architekten, Stadtplaner und Politiker einig darüber, dass wir natürlich in den Ballungszentren, wo sich kleine Ortschaften und größere Ortschaften wie Perlen an einer Perlenkette aneinanderreihen, auch die Lücken füllen müssen und dass wir die Bedarfe der großen Ballungszentren auch erfüllen müssen. Dazu gibt es ein umfängliches Programm der Hessischen Landesregierung. Das werde ich Ihnen auch gleich noch einmal vorlesen. Ich habe mir aber einmal die Mühe gemacht, weil ich ja die Textbausteine von den verschiedenen Rednerinnen und Rednern mittlerweile seit dem Oktober letzten Jahres auch schon gut kennengelernt habe, und habe mir einfach einmal die Mühe gemacht, wie sehen eigentlich Bundespolitiker das, was wir in Hessen machen. Und da habe ich festgestellt, dass in ganz verschiedenen Bereichen von Wohnungspolitikern das, was wir in Hessen machen, mit sehr viel Respekt betrachtet wird, weil es nämlich multikomplex ist, weil es eine hohe Kommunikationsdichte hat und weil es so ganz viele verschiedene Maßnahmen zusammenwirken lässt. Und dann fangen wir einmal von vorne an, weil Sie ja das auch heute mit der Aktuellen Stunde so auch haben möchten. Wir fangen erst einmal damit an, dass wir alle Akteure an einen Tisch gebracht haben. Und zuallererst haben wir natürlich die Eigentumsförderung, den sozialen Wohnungsbau vor der Eigentumsförderung gestellt, also eine Umkehrung. Das haben wir gemeinsam gemacht. Nein. Und das, was Sie im Bund gemacht haben, das ist etwas anderes. Genau. Und dann haben wir 1,7 Milliarden € aufgesetzt, nur für sozialen Wohnungsbau. Das ist eine Rekordsumme. Wir haben die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt. Wir haben die Möglichkeiten vom Bund genutzt. Wir haben die Mietpreisbremse eingeführt. Wir erhalten, das sind die Möglichkeiten vom Bund. Wir haben die 17 Millionen € für Belegungsrechte eingesetzt. Wir haben die Allianz für Wohnen eingerichtet. Da sind alle Akteure aus dem Bereich von Wohnen, die früher nicht unbedingt miteinander gearbeitet haben, sondern eher gegeneinander, sind jetzt alle zusammen und bewirken eine ganze Menge, nämlich sie bewirken, dass wir Wohnungspolitik machen, wo alle an einem Strang ziehen. Es wurde eine Servicestelle Wohnen eingerichtet, die auch dafür sorgt, dass die Innenentwicklung vor Außenentwicklung geht. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns ein bisschen in den Konzepten, weil wir sind gegen Zersiedelung, sondern wir sind für eine sinnvolle Nutzung der wertvollen Ressource Boden. Deswegen müssen wir uns genau überlegen, wie wir damit umgehen. Und wir haben die Konzeptvergabe, die auch im Ministerium, auf der Homepage des Ministeriums anzusehen ist, umgesetzt. Und es gibt Kommunen, die bereits danach arbeiten. Deswegen ist das, was die FDP hier mit dem städtebaulichen Wettbewerb, ich glaube, da haben Sie ein bisschen zu viel bei den Architekten gelesen, auch eigentlich obsolet, weil es längst umgesetzt wird. Die Baulandoffensive Hessen ist auch ein Vorschlag der Allianz für Wohnen. Und sie bietet hilfreiche Dienste an, um Kommunen im Miteinander mit Investoren und Projektentwicklern ihre Anforderungen durchzusetzen. Die Mittel für Städtebauförderung, soziale Stadt, Stadtumbau, städtebaulicher Denkmalschutz,
Aktive Kernbereiche Zukunft statt Grün, soziale Integration im Quartier wurden auch weiterhin aufgestockt. Und die Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Auch weiter. Dies alles sind wichtige Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, wo wir noch nicht am Ende sind. Aber was aufgesetzt ist, ist die Kommunikation mit allen Beteiligten, mit den Kommunen, mit den Landkreisen, mit denen, die es umsetzen müssen. Und ich bitte Sie, dass wir gemeinsam daran weiterarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Vers-Heldmann. Das Wort hat die Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist vielerorts dramatisch, vor allem für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, für Familien, Studierende und Rentner. Sie werden zunehmend aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, die oft über der Hälfte des Monatseinkommens liegen. Seit 1991 hat sich der Bestand von Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert. Von 205.000 Sozialwohnungen Anfang der 90er Jahre auf heute nur noch 85.000. Und als Schwarz-Grün 2014 die Regierungsgeschäfte übernahm, gab es in Hessen immerhin noch 112.000 Sozialwohnungen. Während der Amtszeit einer grünen Wohnungsministerin ist also jede vierte Sozialwohnung weggefallen. Und dabei steigt die Zahl der Haushalte, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, aber keine erhalten. Sie liegt bei über 51.000. Das sind 6.000 mehr als im Jahr zuvor. Die Situation ist angestanden, weil Bund und Länder den sozialen Wohnungsbau faktisch ad acta gelegt haben. Und das muss dringend verändert werden. Frau Kollegin Wissler, da gibt es den Wunsch, eine Zwischenfrage. Nein, wunschlos glücklich sind Sie. Dann haben Sie weiter das Wort. Und die CDU argumentiert, es seien ja viele neue Wohnungen entstanden. Das stimmt. In der Frankfurter Altstadt, in der neuen Frankfurter Altstadt zum Beispiel, zum Preis von 20 bis 25 Euro pro Quadratmeter oder auf dem ehemaligen Unigelände in Frankfurt-Bockenheim. Da entsteht ein Hochhaus mit Wohnungen zu Mietpreisen von bis zu 32 Euro pro Quadratmeter und viele Eigentumswohnungen, Hundewaschplatz und Concierge-Service inklusive. Insgesamt 187 Luxuswohnungen allein in diesem Hochhaus, die sich kein normaler Mensch leisten kann. Zum Vergleich. Im selben Jahr hat die Stadt Frankfurt gerade einmal 88 neue Sozialwohnungen geplant in der ganzen Stadt. Und das, obwohl die Hälfte der Frankfurter ihrem Gehalt nach Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Und wenn man das Mittelstandsprogramm noch dazu zählt, hätten sogar 68% der Haushalte in Frankfurt Anspruch auf eine öffentlich geförderte Wohnung, aber nur 7% leben in einer. Ja, es wird gebaut. Aber es entsteht immer mehr hochpreisiger Wohnraum und immer neue Bürotürme. Und das auch auf Grundstücken, die der öffentlichen Hand gehört haben. Das ehemalige Unigelände oder das ehemalige Polizeipräsidium. Also, wenn das Land dann einmal ein innerstädtisches Grundstück hat, dann betätigt es sich lieber selber als Spekulant und verkauft es meist bieten, um dann wieder zu erklären, man habe ja gar keine Flächen für mehr Sozialwohnungen. Und deshalb, wer die Spekulation einschränken will, der darf nicht selber so agieren. Die Versorgung mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Die Frage ist, wem gehört die Stadt? Es wird höchste Zeit, die derzeitigen Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt zu verändern. Und die wirksamste Mietpreisbremse ist mehr sozialer Wohnungsbau, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es richtig, dass sich in Frankfurt ein breites Bündnis zusammengefunden hat, das einen Mietentscheid vorbereitet? Die Initiatoren wollen erreichen, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG mehr geförderten Wohnraum schafft und die Bestandsmieten senkt für all die, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Wir als LINKE unterstützen das Bündnis und die Mieterinitiativen, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg und dass genug Unterschriften zusammenkommen. Und die Gegenargumente, die die Stadt und der Chef der ABG jetzt dagegen vorbringen, sind zum Teil schon hanebüchen. Da wird argumentiert, es würden Sozialghettos entstehen, wenn die ABG nur noch geförderten Wohnungsbau betreibt. Das ist absurd, wenn die Hälfte der Frankfurter Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Das ist eine Verächtlichmachung von sozialem Wohnungsbau. Und dann wird gesagt, dann könnte die ABG ja gar nicht mehr wirtschaftlich
Er könnte sie ja gar nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Die ABG hat 2007 einen Überschuss von 94 Millionen € erwirtschaftet. Das ist ein Zuwachs von fast 17 Millionen € gegenüber dem Vorjahr. Diese Gewinne stammen auch aus Parkflächen und Gewerbeobjekten, aber eben auch aus den Taschen der Mieterinnen und Mieter. Und man sollte sie für die Menschen senken, für deren Einkommen sie viel zu hoch sind. Und dann kommt das Argument, private Investoren würden profitieren, wenn die öffentliche Hand nur noch günstige und keine teuren Wohnungen mehr baut. Ich sage mal, mit dem Argument können wir auch staatliche Luxushotels bauen. Boden ist eine begrenzte Ressource. Und dort, wo die ABG teure Wohnungen baut, können eben zwei, drei günstige Wohnungen nicht gebaut werden. Und das ist nicht die Aufgabe der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, teure Wohnungen zu bauen und das Mietniveau immer weiter in die Höhe zu treiben. Und deshalb, ich komme zum Schluss, statt die Sorgen der Mieter ernst zu nehmen, ruft die CDU zu einem Sternmarsch gegen den Bau eines neuen Stadtteils auf, Blockupy Bauland sozusagen, und ohne irgendwelche Alternativen zu benennen. Ohne Alternativen zu benennen. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Sechs männliche CDU-Landtagskandidaten in Frankfurt gehen im Kampf gegen bezahlbaren Wohnraum. Und damit haben sie vor allem eines demonstriert, nämlich dass ihnen die Sorgen und Nöte der Mieterinnen und Mieter herzlich egal sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. René Rock, der Fraktionsvorsitzende der FDP aus Seligenstadt. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Förster-Heldmann, ich war etwas erschrocken nach Ihrer Rede. Es passt in das Bild, das wir bis jetzt hier gesehen haben. Sie haben tatsächlich gesagt, bei der Frage des Wohnungsbaus setzen Sie etwas um. Sie haben gesagt, Ihre Maßnahmen wirken, und alle ziehen an einem Strang. Da war ich jetzt doch ein bisschen irritiert bei dieser Wahrnehmung der hessischen Politik und besonders der Wohnungsbaupolitik in Hessen, weil wir alle wissen, egal wo wir hinkommen in unserem Land, dass das Thema, das die Menschen bewegt, dass wir die höchsten Mieten aller Zeiten haben in Hessen und auch das teuerste Bauen von Wohnraum, es war noch nie so teuer, Wohnraum zu bauen in Hessen wie heute. Wir haben eine Situation, für die eine Ministerin aus dem grünen Lager die Verantwortung trägt, die faktisch unbestritten ist. Ich kenne keine Fraktion hier im Landtag oder keine politische Gruppierung, die nicht sagt, wir haben zu hohe Mieten und das Bauen ist zu teuer. Wie können Sie sich hier hinstellen und sagen, zusammengefasst, wir haben es im Griff und alles ist gut? Wie geht das? Wir haben das gestern bei der Schule erlebt. Wir haben es heute Morgen schon wieder beim Stau erlebt. Jetzt erleben wir es im Wohnungsbau. Wie wollen Sie denn den Menschen überhaupt noch deutlich machen, dass irgendwie, wie haben Sie es genannt, gestalten ist toll? Ich sage, wenn Sie überhaupt nichts gestalten, Sie sitzen in Ihren Ämtern, haben Ihre Verantwortung und lassen alles treiben, nehmen die Probleme der Menschen nicht mehr wahr und rühmen sich noch fürs Nichtstun. Das ist schon unfassbar, was Sie hier tun. Zu dem Thema Wohnungsbau. Ich glaube, das ist essentiell. Das ist für jeden Menschen in Hessen eine wichtige Frage. Was zahlt er für seinen Wohnraum? Was muss er investieren, wenn er sich ein Eigenheim leisten will? Ob es jetzt ein Reihenhaus, eine Eigentumswohnung, Doppelhaushälfte ist, von freistehendem Haus im Rhein-Main-Gebiet Wagner ja gar nicht mehr zu sprechen. Also, das ist eine Herausforderung für jeden Bürger in unserem Land mittlerweile. Und ich will nur noch einmal zu den LINKEN sagen, ich bin ja froh, dass heute das Thema Mietpreisbremse nicht so im Fokus stand. Wir haben vor Jahren gesagt, hier an der Stelle, Mietpreisbremse ist etwas, was die Verteilung von Wohnraum steuert, was die Verteilung von vorhandenen Wohnraum steuert. Wenn mir aber 100.000 Wohnungen fehlen, kann ich mit meiner Mietpreisbremse in keiner Weise das ursächliche Problem fehlender Wohnungen beheben. Das wussten wir schon vor der letzten Wahl. Und man hat sich vor der letzten Wahl über die Zeit gerettet, indem man den Menschen erzählt hat, man könnte damit das Problem lösen. Heute sind wir zum Glück mehrheitlich der Meinung, dass man das nur durch zusätzliche Wohnungen machen kann. Wir sind sehr froh, dass jetzt alle, die uns früher beschimpft haben, heute erkennen, dass nur Bauen von Wohnraum auch Wohnungen schafft, nicht Umverteilung. Und das bedeutet Bauen von Wohnraum auch in größeren Quartieren. Das bleibt gar nicht anders
uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir müssen auch in größeren Quartieren bauen. Und jeder, der Kommunalpolitiker ist oder der hier im Landtag schon länger Verantwortung trägt, der weiß, dass das mit einer Menge Widerstand vor Ort zu tun hat. Und dann ist die Frage, wie hält man sich gegenüber diesem Widerstand? Wischt man den zur Seite oder nimmt man ihn ernst und versucht, mit Argumenten zu erklären, dass die Angst, die entsteht vor Ort, eben auch ernst genommen wird, aber mit modernen Planungsmitteln versucht, trotzdem hier eine vernünftige Lösung zu finden. Und darum war uns auch wichtig in unserem Antrag, dass man deutlich machen muss, Frankfurt ist nicht für sich allein. Frankfurt ist der wichtigste Teil und ein sehr wichtiger Teil in der Rhein-Main-Region. Aber man muss einen Ausgleich finden, das ist doch ganz klar. Aber es muss erst einmal, und darum haben wir das auch deutlich gemacht, keine Denkverbote geben. Wir müssen prüfen, was ist möglich, und was möglich ist, müssen wir vernünftig umsetzen und nicht gleich Dinge ausschließen. Und darum glaube ich schon, dass man sagen kann, Sie haben jetzt als Landesregierung bewiesen, Sie haben sich seit der Regierungsbildung hier falsch aufgestellt. Sie haben sich falsch aufgestellt. Sie haben den Baubereich ins Umweltministerium gegeben. Im Umweltministerium ist die obere Denkweise natürlich kein Flächenverbrauch, ökologisches Bauen, noch eine Auflage, noch einmal überlegen, wo könnte ich vielleicht doch noch einmal sagen, ah, da muss noch etwas rein in die Genehmigung, auf was man Rücksicht nehmen muss. Ist doch klar, die Denkweise in dem Umweltministerium ist so. Wenn Sie sagen, wir wollen nicht vorankommen, dann müssen Sie eben im Landesentwicklungsplan, wie Sie es gemacht haben, den Flächenverbrauch reduzieren. Dann müssen Sie halt das alles stiefmütterlich behandeln. Aber die Konsequenz müssen jetzt die hessischen Bürgerinnen und Bürger tragen, indem sie eben die Miete kaum noch bezahlen können und sich schon gar kein Haus mehr leisten können in unserem Land. Das ist Ihre Verantwortung. Sehr geehrter Kollege René Rock, die Redezeit wird knapp. Klug, wenn die hessischen Bürgerinnen und Bürger vielleicht dann doch die Verantwortung neu verteilen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, also sehr geehrter Herr Abg. Rock, dass die FDP sich jetzt hier als Kronzeuge für eine tolle Wohnungsbaupolitik aufschwingt, das finde ich schon einigermaßen absonderlich. Die FDP, die Wohnungsbau verantwortet hat in der letzten Wahlperiode und heftig vorangetrieben hat den Verkauf der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte. Also, das ist wirklich kaum noch zu glauben, was Sie hier vorbringen. Ja? Wir haben, meine Damen und Herren, wir haben in dieser Wahlperiode unter meiner Verantwortung die Fördermittel für soziale Wohnraumförderung auf 1,7 Milliarden € vervierfacht gegenüber einer FDP, die für Wohnungsbau zuständig war. Wir haben inzwischen für doppelt so viele Wohnungen Fördermittel bereitgestellt, und die Wahlperiode ist noch nicht zu Ende. Es wurde eine deutliche Trendwende damit geschafft. Es wurden nämlich schon über 3.500 Wohnungen bereits fertiggestellt, obwohl wir erst einmal die Mittel bereitgestellt haben, die notwendig waren, um Wohnungsbau zu betreiben. Wir haben die Zuschüsse für Sozialwohnungen gerade im letzten Monat nochmals deutlich erhöht. Wir haben die Bindungsfristen verlängert. Und ich sage einmal ganz deutlich, dass das ja auch der Punkt ist, der so wichtig ist, dass man jährlich überprüft, wo gibt es neue Bedarfe und dann entsprechend die Programme darauf anpasst. Und so sind wir vorgegangen. Deswegen haben wir ein erstes kommunales Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, um die Kommunen zu unterstützen. Das zweite ist jetzt beschlossen, und auch hier gibt es wieder Geld für die Kommunen, dass sie Neubau schaffen, aber auch, dass sie vorhandenen Bestand so umwidmen können, dass er dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schafft. Und dann komme ich zu dem Thema der Belegrechte, der Bindungen. Wir haben das Problem, dass Wohnungen aus der Bindung fallen, weil in den
vor 10 Jahren keiner in der Bundesrepublik geglaubt hat, dass man noch Großsozialwohnungen braucht, und zwar alle Länder. Alle Länder. So, und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Die Länder, in denen auch die Linken und die SPD, weil sie das ja auch immer so schön vorbeten, was wie in Hessen. Nee, Sie haben ja nicht über Ihre Aktuelle Stunde geredet, nämlich Wohnungssituation in Hessen, sondern Sie haben sich einen Teil rausgepickt. Ich rede ja über ganz Hessen. Und jetzt wollen wir mal schauen, die Länder Berlin. Im Land Berlin sind seit 2006 knapp die Hälfte der Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen. Linke und SPD beteiligt. In Brandenburg, Linke und SPD beteiligt, seit 2006 mehr als die Hälfte aus der Bindung gefallen. In Nordrhein-Westfalen, Stammland der SPD, seit 2006 fast die Hälfte aus der Bindung gefallen. Meine Damen und Herren, wir haben bundesweit eine Aufholjagd zu gestalten. Und deswegen setzen wir in Hessen auf aktive soziale Wohnraumförderung in dieser Landesregierung. Und damit wir nicht nur darauf warten müssen, dass neue gebaut werden, weil das ja immer eine Planungsphase bedarf, haben wir auch den Ankauf von Belegrechten jetzt im Programm. Das heißt, bislang 21 Millionen € zur Verfügung. Und wir konnten bislang 1.600 Wohnungen in der Bindung halten oder neu gebunden werden. Und die Nassauische Heimstätte hat auf meine Initiative hin beschlossen. Und das ist wichtig, dass die Nassauische Heimstätte die landeseigene Wohnungsgesellschaft bleibt. Sie wird nicht nur 5.000 neue Wohnungen bauen, sondern sie wird auch alle Wohnungen, die sonst aus der Bindung fallen würden, in den nächsten 3 Jahren mit Belegrechten versehen. Das heißt, hier werden keine Sozialwohnungen wegfallen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich ist es wichtig, das ist unser Ziel, auch über die regionalen Wohnungsbaukonferenzen, die wir mit der Allianz veranstalten, dass die Kommunen auch weitere Flächen ausweisen. Wir setzen natürlich die Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wir werden aber auch weitere Flächen brauchen. Und in diesen regionalen Wohnungsbaukonferenzen bringe ich alle an einen Tisch. Die Städte, die Umlandkommunen, dort wird diskutiert mit Architekten, mit Stadtplanern, mit Investoren, auch im Hinblick auf die Frage Infrastruktur und Mobilität. Wir unterstützen das mit der Baulandoffensive, wir unterstützen das mit dem Programm, wir unterstützen das mit dem Programm für nachhaltige Wohnraumgestaltung, weil wir sehen, die Kommunen sind dann bereit und bewegen sich dann, wenn sie wissen, sie sollen nicht nur Wohnungen bauen, sondern wir helfen ihnen auch, die soziale Infrastruktur bereitzustellen und die grüne Infrastruktur. In diesem Sinne haben wir eine Trendwende eingeleitet, und ich bin mir sicher, dass diese Trendwende auch in der nächsten Wahlperiode weiter zu Erfolgen führen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung der beiden Dringlichen Anträge. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, 1967-02. Wer stimmt zu? SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer enthält sich? Die FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zum Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP, 1967-03. Wer stimmt zu? FDP, SPD. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Antrag ebenfalls abgelehnt.